Hallo Freunde und willkommen auf meinem Kanal. Heute streichen wir mal unsere neuen Wohnungswände. Dazu habe ich mir jetzt schon mein Equipment hier besorgt. Ich zeige euch gleich alles im Detail, auch wie ich streiche, abklebe und so weiter. Doch zuerst solltet ihr noch Folgendes beachten: Wenn auch ihr gerade dabei seid, eure Wände neu zu streichen, gibt es einige wichtige Tipps, die ihr beachten sollt, um die bestmöglichen Ergebnisse dann auch bei eurer Wand zu erhalten. Der wichtigste Tipp ist natürlich, die Fenster und Türen geschlossen zu halten, um keinen Durchzug zu haben. Denn wenn die Wände bzw. die Farbe während des Malens durch den Durchzug der kalten oder warmen Luft oder wie auch immer ungleichmäßig dann die euch die Farbe wegtrocknet, werdet ihr alles dann später, wenn die Farbe durchgetrocknet ist, sehen, nämlich Streifen. Und das wollen wir vermeiden und deshalb immer Fenster und Türen schließen und auf ein angenehmes Raumklima achten. Es muss nicht zu heiß sein, aber es sollte auch nicht zu kalt sein. Hinten auf der Farbe oben stehen auch noch diverse Kennzahlen, bei wie viel Grad man malen kann und bis wie viel Grad man malen kann. Und natürlich auch, ganz wichtig Freunde, die Nassabriebklasse und die Deckkraftklasse. Die Deckkraftklasse, das verrät euch ja auch schon der Name, der gibt an, wie deckend eure Farbe ist. Wenn ihr jetzt eine, sagen wir mal, eine schwarze Wand habt und ihr habt eine Deckkraftklasse 3, dann müsst ihr wahrscheinlich mindestens 4-5 Mal drüber malen, bis dann wirklich eure Wand zum Beispiel mit Weiß dann auch deckend weiß ist. Wenn ihr eine Deckkraftklasse von 1 habt, das ist die beste Klasse, also 1 ist die beste Klasse, 3 ist die schlechteste Klasse, man muss halt mehrmals drüber malen, dann mit der Klasse 1 müsst ihr, wenn ihr Glück habt, nur einmal malen. Natürlich bei dunklen Farben kann auch das nicht ausreichen, dann muss man wahrscheinlich zweimal malen, aber eben nicht 4-5 Mal. Und bei einer weißen Wand reicht es oft, wenn ihr mit Weiß nachmalt, dann mit der Deckkraftklasse 1 auch einmal nur zu malen. Das reicht dann auch. Bei der Nassabriebklasse geht es um etwas anderes, nämlich um die Abwaschbarkeit der Wände. Also Abwaschbarkeit mit einem nassen, fetzen Lumpen hier mal drüber streichen und einen Fleck wegmalen ist dann kein Problem. Bei, wie auch schon bei der Deckkraft, ist Klasse 1 die beste und 3 die schlechteste. Bei 3 habt ihr wahrscheinlich die Farbe dann auf dem Lumpen und bei 1 eben nicht. Das ist mal die wichtigste Sache, weil auf dem Kübel, auf dem Deckel im Laden steht dann meistens ja sehr hohe Deckkraft und dann kann es aber auch sein, dass auf der Rückseite dann steht Deckkraft Klasse 2 oder 3. Das passt dann mit dieser Aussage wieder nicht zusammen, denn die hohe Deckkraft müsste dann auch Klasse 1 sein. Also lasst euch da nicht irren, lest auch das Kleingedruckte hinten auf dem Farbkübel. Ich blende euch das noch ein, wo das steht und wie es steht und dann kann eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Und ich sage euch auch etwas noch, kauft euch ein gescheites Equipment und auch einen gescheiten Farbkübel, damit ihr nicht alles fünfmal machen müsst. So, das wäre mal das Wichtigste vorab. Also die richtige Farbe haben wir uns gemerkt, die richtige Deckkraftklasse, die richtige Nassabriebklasse und natürlich auch die richtige Farbrolle. Hier gibt es für Raubputz und andere Aufputze und Wände und was weiß ich nicht alles verschiedene Rollen und da könnt ihr euch am besten im Fachgeschäft beraten lassen. Aber meistens, wenn ihr hier so eine Rolle habt, so, ich könnte es ein bisschen sehen, eine Farbrolle, die gängigsten Farbrollen sind eigentlich für fast alles geeignet. Aber wie gesagt, lasst euch da noch ein bisschen beraten. Es gibt nämlich für glatte und leicht strukturierte Wände verschiedene Rollen, um halt bessere Ergebnisse zu erhalten. Es gibt auch ganz glatte Rollen, da werde ich euch auch noch zeigen, vielleicht habe ich noch eine da, da seht ihr die Unterschiede. Was ihr auch unbedingt braucht, ist, wenn ihr so einen Farbroller hier habt, um die Wände dann hier, so kann man sie hier sehen, die Wände hier so zu streichen, so müsstet ihr euch dauernd bücken, ist nicht fein, Freunde. Deshalb immer eine Verlängerung mitkaufen. Da steckt man einfach die kurze Rolle ein. Und dann kann man schon, wie ihr seht, hier einfach ganz gemütlich hier malen, ohne sich zu bücken, bis ganz nach oben und ganz nach unten. Damit könnt ihr auch nah malen, das ist überhaupt kein Problem. Man kann es auch noch verstellen hier, ausziehen, um auch die Decke hier oben zu malen. Überhaupt kein Problem. Also wirklich nur empfehlenswert. Kauft euch einen Stiel beziehungsweise eine Verlängerung zu eurer Streichrolle dazu.
Könnt ihr halt dann lieber einen Besenstiel nehmen, wie es auch immer für euch am besten ist. Dann kann ich euch auch noch einen Tipp geben, nämlich den Farbeimer, den vollen Farbeimer, den ich gekauft habe, taucht dort nicht die Farbrolle direkt ein, sondern kauft euch einen zweiten ovalen Eimer und leert ein wenig der neuen Farbe in den Kübel, nicht voll machen. Es reicht ein Stückchen oder halb voll, um halt dann hier noch das Streichgitter dann einzuführen und die Rolle dann übers Streichgitter. Also die Rolle wird ja zuerst eingetaucht. Ich zeige euch alles nachher noch in der Praxis. In Farbe eingetaucht und dann ein bisschen übers Streichgitter abgerollt, damit hier nicht die Farbe hier von der Rolle tropft, die alles auf dem Boden hat oder eben Tropfflecken dann auf der Wand. Damit bekommt man halt auch ein besseres Ergebnis. Ist alles kein Muss. Man kann auch ohne Streichgitter streichen. Man sollte halt darauf achten, nicht zu viel Farbe auf der Rolle zu haben. So, das ist noch der wichtigste Tipp. Und das Schlimmste kommt natürlich ganz am Anfang, nämlich, Freunde, das Ganze abkleben. Ich habe das hier schon mal grob hier gemacht. Hier seht ihr überall, haben wir schon Klebestreifen und hier oben an der Decke, unten, ich blende euch das alles noch ein und dann mache ich noch die Folie drüber, dass die Tür auch nicht hier voller Farbe wird. Lampen müssen entweder abgeschraubt oder abgeklebt werden. Steckdosen, hier diese Steckdosen hier abmontiert werden, wenn ihr es genau machen wollt, die Verkleidung runter. Ihr könnt natürlich die Verkleidung der Steckdosen und die Schalter dran lassen, müsst aber ganz genau abkleben und dann schön malen. Ja, und dann können wir eigentlich schon mit unserer Hauptaufgabe beginnen, nämlich dem Abkleben. Und nach dem Abkleben kommen wir zum Malen. Wenn ihr das Abkleben und alles schon habt, die Farbe, das Equipment, alles schon bereit habt, abgeklebt habt, dann könnt ihr weiterskippen. Ich habe meine Timeline hier unten eingefügt und natürlich auch alle Produkte unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal schauen, was ihr braucht. Vielleicht findet ihr was und sonst halt nicht. Auf jeden Fall beginnen wir jetzt mit dem Abkleben. Solche Dübel
einfach Löcher in der Wand habe, dann müsste ich zuerst mal diese Löcher verschließen und auch die Dübel entfernen. Ihr könnt es natürlich auch drin lassen, falls ihr sie dann wieder mal was aufhängen wollt, dann könnt ihr es einfach überstreichen. Aber wenn ihr diese Löcher nicht mehr braucht, dann nehmt die Dübel raus. Wenn ihr nicht wisst, wie, dazu habe ich schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch hier oben oder unten in der Videobeschreibung, ganz einfach zu entfernen mit diesem Trick, den ich euch nachher zeige. Und wenn das Loch dann hier zu sehen ist, so wie auch hier schon, ich habe es hier schon gemacht, so, hier könnt ihr zweimal diese Löcher hier sehen. Diese habe ich hier einfach mit so einem Innenreparatur-Multophil, also so ein Ausbesserungskit hier für Wände und Decken, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich einfach diese, schaut, sieht aus wie Zahnpasta, Freunde, hier könnt ihr mal sehen, warte, ich mache es euch auf, hier so, eine weiße Paste, die wird hier reingedrückt und danach nehmt ihr einfach, und ein bisschen hier draußen, danach nehmt ihr einfach so einen Spachtel und zieht es so schön hier ab einfach. Das Überschüssige ist gar kein Problem. Einfach schön sauber arbeiten und halbwegs glatt abstreichen. Es muss nicht perfekt werden, denn ihr müsst natürlich auch noch nacharbeiten. Ihr müsst das Ganze trocknen lassen. Und sobald es getrocknet ist, müsst ihr es mit einem ganz feinen Schleifpapier, ich habe jetzt hier ein 600er, müsst ihr das, diese ganzen Kanten, die natürlich jetzt entstanden sind durch das Auftragen dieses Füllmaterials, noch hier ganz leicht mit einem feinen Schleifpapier abschleifen. Damit der Übergang möglichst glatt wird und wenn ihr die neue Farbe aufstreicht, damit man nicht gleich sieht, dass man hier was ausgebessert hat. Und nicht vergessen, nachher den Staub hier zu entfernen, denn sonst hält euch natürlich die Farbe nicht. Das ist ganz wichtig. Dann aber doch mit etwas Druck arbeiten, um hier möglichst glatte Flächen dann zu erhalten. So, und dann können wir das Ganze mit einem leicht angefeuchten Tuch entfernen, den ganzen Staub und Dreck, dass hier keine Rückstände mehr auf der Wand vor sich zu finden sind, denn sonst können wir danach nicht malen, beziehungsweise die Wandfarbe hält uns nicht. So, ich bin jetzt hier mit dem Ergebnis eigentlich so zufrieden. Nicht vergessen, am Boden auch zu saugen, damit der Staub dann nicht an der weißen Farbe kleben bleibt. Denn die ganzen Schleifbrösel sind jetzt natürlich runtergefallen. Und wenn ihr das dann alles habt, haben wir schon viel geschafft. So Freunde, hier habe ich jetzt schon alles abgeklebt und auch die Türen hier mit dieser Folie, die Eingangstür, Badtür und Abstelltür. Man kann es halbwegs erkennen, alles weiß, der Fokus hat Probleme. So, hier alles in Folie geschützt. Was will man mehr? Der Boden abgedeckt. Und jetzt können wir eigentlich auch schon beginnen zu malen. Fenster hier gut geschützt, bis in die Ecken rein. Kann eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Wir haben jetzt hier die große Rolle, mit der wir die komplette Wand streichen werden. Habe ich hier so einen Spatel,
Der ist dafür, um die Farbe umzurühren, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten. Dann habe ich noch den kleinen Roller, den ich vorher erklärt habe, hier mit einer glatten Oberfläche. Der wird hier einfach draufgesteckt und dann fertig. Oder eben für Rauputz hier haben wir so einen flauschigen. Aber achtet darauf, dass es kein billiger ist, denn hier habt ihr sonst die ganze Fussel in der Hand. Also diesen werde ich jetzt nie verwenden. Ich verwende heute den glatten und den Umrührer hier. Und wie vorher schon erklärt, werde ich jetzt zuerst mal die Farbe in meinen provisorischen Eimer hier geben. Natürlich wäre ein ovaler Eimer hier besser gewesen, aber ja. Und hier mein Abstreifgitter habe ich auch selber gebastelt. Ja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Und jetzt werden wir hier unsere Farbe öffnen und ein wenig reinleeren. Jetzt öffnen wir zuerst mal unseren Eimer. Handschuhe wären vielleicht nicht schlecht gewesen. Und wie erwartet, müssen wir jetzt natürlich die Farbe erstmal umrühren. Dazu nehmen wir jetzt unser Plastikstängel hier. Ihr könnt natürlich irgendeinen Stab nehmen, weil das praktisch ist, halt hier kann man ihn einfach am Kübel hier seitlich einhängen. So und fertig. Dann fällt euch nicht rein. So, jetzt rühren wir jetzt erstmal alles um hier. Damit sich die Farbe gut vermischt und ihr nicht nur eine durchsichtige Wasseroberfläche bekommt. Jetzt nehme ich den Kübel und leere einfach mit Schwung ein bisschen in die Kiste rein oder ihr halt den neuen Farbkübel, je nachdem. Achtet darauf, dass hier nicht gleich alles am Boden schwimmt. So, das reicht. Jetzt wischen wir noch unseren Kübel hier wieder ab, damit hier nicht alles gleich voll wird. Und geben den Deckel wieder drauf in der Zwischenzeit, damit keine Verschmutzung reinkommt. Und jetzt, Freunde, jetzt können wir beginnen, die Ecken auszumalen. Jetzt kommt unser Pinsel zum Einsatz. Jetzt werden wir hier zuerst mal mit dem Pinsel die ganzen Ecken hier ausmalen. Hier oben diese Ecken ausmalen. Und damit wir hier in die kleinste Ritze kommen. Und danach, Freunde, müssen wir mit der Farbrolle anschließend gleich drüber gehen, weil natürlich der Pinsel eine andere Struktur auf die Wand drauf aufträgt. Und deshalb gleich nachrollen. Ihr könnt auch versuchen, gleich mit der Rolle hier zu arbeiten, falls es funktioniert, wenn ihr nicht so klitzekleine Ecken habt. Und was auch noch wichtig ist, Freunde, bitte darauf achten, dass die Fenster geschlossen sind, kein Durchzug herrscht und ein angenehmes Raumklima, also nicht lüften, erst danach. Und beim Auftragen der Farbe dürft ihr auch nicht festdrücken wie die Iren. Das gibt auch kein schönes Ergebnis, sondern ihr müsst gleichmäßig und mit Gefühl rollen hier und wenn keine Farbe mehr rauskommt, dann gleich nachtunken und abrollen und immer von oben bis unten komplett durchziehen. So, jetzt beginne ich mal zu malen. Und zwar beginne ich mit den Ecken hier. Jetzt tunke ich mal meine Farbrolle hier langsam ein und streife sie am Farbgitter ab. So, damit überall gleichmäßig Farbe auf der Rolle ist. Und dann können wir schon beginnen, die Farbe hier leicht aufzutragen. Und immer ganz durchziehen, Freunde. Immer bis runter.
So. Einmal ganz runter und auch wieder ganz hoch. Einen kleinen Tipp darf ich euch sicherlich noch geben, nämlich jetzt habe ich hier im zweiten Raum noch mein Schlafzimmer gemalt und das Ergebnis ist wirklich viel, viel besser. Da habe ich auch zu schnell gearbeitet, beziehungsweise die Schnelligkeit wäre ja gut, aber ich habe zu viel Abstand zwischen den einzelnen Bahnen gelassen. Das heißt, ihr müsst, also ich habe ja vorher gezeigt, diese Streifen, die ihr gesehen habt, die könnt ihr wirklich vermeiden, indem ihr wirklich eine hochwertige Farbe kauft und auch die Deckkraft Klasse 1 nehmt. Und zudem müsst ihr aber trotzdem noch was beachten, wenn ihr so eine Bahn gemalt habt, malt diese Bahn durch, zwei, dreimal und dann taucht die Rolle schon wieder ein in frische Farbe und wenn ihr jetzt diese Bahn hier habt, geht nicht an die Kante hin, um eine neue Bahn zu ziehen, um schneller voranzukommen. Nein, ihr müsst, wenn das die alte Bahn ist, müsst ihr überlappend arbeiten, mal sicher hier so anfangen. Das heißt, nass in nass arbeiten, damit ihr die Bahn hier, wenn das die Bahn ist, so anfangen und nicht so. Also nass in nass. Dann bekommt ihr das beste Ergebnis und ihr müsst auch satt arbeiten. Wirklich viel Farbe nehmen, nicht zu wenig, Freunde. Wenn ihr ihr achtet auf gutes Licht, holt euch einen Scheinwerfer, dann seht ihr gleich, es wurde zu wenig Farbe aufgetragen und sofort mit neuer Farbrolle und neuer Farbe nacharbeiten, dann müsst ihr nur einmal malen und nicht alles zwei, dreimal. Also nicht zu sparsam umgehen mit der Farbe, kauft lieber mehr Farbe und habt genug, wie dass ihr im Notfall dann die halbe Wand fertig habt und die Farbe ist ausgegangen. Deshalb nehmt wirklich viel und satte Farbe und dann bekommt ihr auch wie hier ein wunderschönes Ergebnis, Freunde. Also diesen Raum habe ich perfekt gemalt, weil zu Beginn habe ich zu schnell gearbeitet, ich habe zu wenig Farbe verwendet und deshalb war das Ergebnis auch nicht schön, obwohl ich Klasse 1 Farbe hatte. Also macht nicht denselben Fehler wie ich, arbeitet schön Bahn für Bahn und überlappend, nass in nass und schnell, Freunde. Ihr solltet nicht so lange warten, wenn der Raum größer ist wie 20 Quadratmeter bzw. die Wand. Dann holt euch noch Hilfe, dann könnt ihr gemeinsam malen, denn wenn die Farbe zu schnell abtrocknet und ihr erst dann mit der zweiten Bahn kommt, werdet ihr wieder Streifen haben. Also schnell arbeiten und nicht zu große Wände alleine bewältigen. Da kann nichts mehr schief gehen. Um ein gleichmäßiges Farbergebnis hier zu erhalten, schon mit dieser kleinen Rolle hier unten die erste Bahn
also die Kante sozusagen, was ihr mit dem Pinsel macht, habe ich jetzt mit der Rolle gemacht, weil es mir hier gut funktioniert, und nach oben und dann eine Kante, also einmal einen Rahmen rundum, und dann habe ich die große Rolle genommen hier und mit dieser streiche ich jetzt die restliche Wand gleichmäßig an. So. Ich kann hier den Stiel leider nicht verwenden, weil hier der Gang zu schmal ist. Jetzt muss ich mich doch wieder bücken. Euch bleibt es hoffentlich erspart. Vorhin habe ich gut mit dem Stiel arbeiten können, aber hier jetzt in diesem schmalen Gang ist es leider nicht mehr umsetzbar. Immer schön ganz nach unten und ganz nach oben fahren. Immer schön durchgängig in einer Bahn rollen, damit hier keine unschönen Bahnen entstehen, sagen wir mal, und die Farbe halbwegs gleichmäßig aufgetragen werden kann. Ihr seht schon, da braucht man einiges an Farbe. Ich muss schon wieder nachtanken. Aber vielleicht muss ich dann dafür nur einmal malen. Wenn ihr jetzt hier solche Bahnen seht, lasst euch nicht irren oder sonstiges verwirren, denn es braucht jetzt natürlich, die Bahnen trocknen ja langsam ungleichmäßig aus, und ihr könnt es erst beurteilen, wenn die Farbe dann wirklich, ich sage jetzt mal, bis zu 6 Stunden abgetrocknet ist. Dann könnt ihr entscheiden, malt ihr nochmal drüber oder nicht, denn dann werdet ihr keine einzige Bahn mehr sehen. Also spätestens beim zweiten Mal hier weiß in weiß werdet ihr dann keine Bahn mehr sehen. Das ist jetzt erst der erste Anstrich, deshalb kann es natürlich sein, dass man hier noch die Bahn sieht. Aber lasst euch mal überraschen, warten wir mal die 4-6 Stunden ab und dann schauen wir weiter. Ich kann euch nur empfehlen, kauft genug Farbe, denn es dauert echt lange und es braucht auch einiges an Farbe. Ja Freunde, ich habe jetzt mal die erste Lage sozusagen aufgebracht auf die Wand. Jetzt lassen wir das Ganze 4 Stunden abtrocknen. Und dann werde ich wahrscheinlich nochmal eine Bahn fahren, also nochmal eine Schicht auftragen, um wirklich diese Ungleichmäßigkeiten, die ich noch sehe, vielleicht später nicht mehr, aber ich glaube, sie bleiben bestehen, deshalb werde ich nochmal eine Bahn, also eine komplette Schicht drüber legen, und dann haben wir ein perfektes Ergebnis, Freunde. Ja, wie ihr gesehen habt, das Schlimmste ist eigentlich die Abkleberei, das hat Stunden gekostet. Dann die Steckdosen abmontieren, die Wand auch putzen noch vorher, dann die Vorbereitungen und dann eigentlich das Malen, was auch noch mal Zeit in Anspruch nimmt, aber was wesentlich angenehmer ist im Gegensatz zum Abkleben. Dennoch, Freunde, braucht ihr wirklich Geduld. Ihr könnt es natürlich einfach machen, indem ihr mehr Leute dafür heranzieht. Vielleicht habt ihr Familie oder Freunde, die ihr fragen könnt, die euch vielleicht gerne helfen. Dann wäre das Ganze wesentlich schneller und einfacher erledigt gewesen. Wenn ihr es so wie ich allein machen müsst, dann ist es echt zäh, wenn ihr viel Fläche habt zu malen und mehrere Räume. Aber es ist auch möglich, wie ihr gesehen habt, es dauert nur wesentlich länger. Dafür haben wir dann, können wir dann sagen, wir haben alles selber gemacht. Ja. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und vergesst nicht, Freunde, immer sauber und genau arbeiten. Ja, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und ich konnte euch ein bisschen ein paar Tipps geben. Wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Macht's gut, Freunde. Bis bald. Ciao.